Nun demonstriere ich die fotografenspezifischen Funktionen von What the Photo. Bei What the Photo registrieren sich Fotografen selber, um ihre Fotos Agenturen und Kunden anzubieten. Es besteht keine Beziehung zwischen Kunden und Fotografen oder Agenturen und Fotografen. Nach dem Start der Anwendung besteht die Möglichkeit, als Fotograf einen neuen Zugang anzulegen. Hierzu müssen im Registrierungsformular einige Daten eingetragen werden. An die angegebene E-Mail-Adresse wird ein generiertes Passwort verschickt. Zur leichteren Demonstration erzeugt der Server mit einer bestimmten Einstellung Passwörter, die alle 17 lauten. Nun kann ich mich mit meinem Nutzernamen und Passwort einloggen. Nach der Registrierung bin ich automatisch eingeloggt. Als Fotograf möchte ich nun Fotos von mir hochladen. Hierzu wähle ich im Upload-Panel Fotos aus. Sollte ich das Upload-Panel einmal weggeklickt haben, kann ich es über Fenster Upload wiederholen. Ich wähle die Schaltfläche Hinzufügen und wähle ein paar Fotos aus. Hierbei kann ich auch mehrere Fotos auswählen. Diese werden mir nun in der Vorschau angezeigt und ich kann die Fotos benennen. Ich kann zu Fotos neben einem Titel auch eine Beschreibung hinterlegen. Sowie mehrere Tags vergeben. Als Fotograf möchte ich natürlich Geld mit meinen Fotos verdienen, deswegen kann ich einen Preis festlegen. Dies kann ich individuell für jedes Foto machen. Unter Kategorie kann ich das Foto einer bestimmten Kategorie zuordnen. Wenn ich fertig bin, wähle ich die Fotos, die zum Server hochgeladen werden sollen, aus und klicke auf Upload. Nun sind die Fotos hochgeladen. Als Fotograf ist meine Aufgabe jetzt erledigt. Ich kann noch einmal nachgucken. Es gibt eine spezielle Lightbox, die alle von mir hochgeladenen Fotos enthält. Hier habe ich als Fotograf nachträglich die Möglichkeit, über das Metadatenpanel die Eigenschaften des Fotos zu bearbeiten. Ich kann die Beschreibung ändern, den Titel sowie den Fotopreis und Text hinzufügen. Hier habe ich auch die Möglichkeit, Fotos wieder zu löschen, die mir nicht gefallen. Diese Fotos können dann auch in Zukunft nicht mehr gekauft werden. Als Fotograf habe ich auch die Möglichkeit, mein Profil zu bearbeiten. Unter Benutzerverwaltung, Benutzerprofil, habe ich Zugriff auf meine Daten und kann dieses hier bearbeiten. Der globale Fotopreis dient dazu, für alle Fotos einen vordefinierten Preis festzulegen, der dann im Upload-Panel auftaucht. Hier ist der globale Preis jetzt vorausgewählt.